Ja, hallo, ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ja, wir werden auch im heutigen Video wieder verschiedene Sachen umbauen. Wer hätte das gedacht? Beginnen möchte ich damit auch unseren letzten beiden hier, die noch in den unbequemen Betten schlafen müssen. Das sind einmal Lukas und Julinator 21. Das wollte die umziehen lassen. Einmal Lukas und Julinator 21 haben jetzt auch bequeme Betten. Und ja, dann können wir hier auch abreißen und diesen Raum neu bauen. Was wir hier auch noch machen können, wir haben mal wieder einen Haufen Türen, die ich noch nicht geöffnet habe. Machen wir auch mal gleich bei der Gelegenheit. So, da sind wir gleich mit durch. Okay, dann ist mir Folgendes aufgefallen. Wir haben hier oben in unserem der Raum mit dem Glanzdrehguss kaum noch Sauerstoff. Was daran liegt, dass ich hier eine Rohrbrücke gebaut habe, die dafür sorgt, dass da oben nichts mehr ankommt, weil alles hier hingeht. Deswegen möchte ich das hier etwas ändern, diese Gasbrücke. Zerlegen wir. Und ja, bauen dann hier das Rohr einfach direkt dran. Und ja, wie lösen wir das denn noch? Ja, eigentlich können wir es so lassen erstmal. Ja, dann füllt sich nämlich hier wieder der Bereich mit Sauerstoff, unsere Pflanzen wachsen wieder. Übrigens ist es tatsächlich so, ich hatte ja, weiß nicht wann, aber als wir diesen Raum gebaut haben, behauptet, dass die Glanzdrehgus nur fressen, wenn die so ja, immer versetzt gebaut werden. Das ist scheinbar geändert worden und das klappt jetzt auch wieder so, dass wir die alle nebeneinander bauen können. Ich lasse das jetzt mal so, wie es ist, aber in Zukunft könnt ihr die dann hier alle, ja, direkt so zusammenbauen. Ja, dann Zack, entschuldige, das habe ich jetzt. Ich wollte das eigentlich beim letzten Mal schon machen. Ich habe es aber vergessen, hier diesen Ziegel rauszubauen, damit wir hier einen kürzeren Weg schaffen. Das machen wir jetzt mal als erstes. Und eigentlich können wir das mit den beiden auch machen. Und hier dann eine Leiter dazwischen bauen. So, jetzt muss ich hier noch mal eben schauen. Das müssen wir noch mal ändern. Also diese auf 7, den auf 6 stellen. Dann war, glaube ich, es so, ich vergesse mit Sicherheit schon wieder irgendwas, aber dass wir hier, ja, ich mache es auch mal kurz langsamer, noch einiges umbauen müssen. Und zwar brauchen wir hier einen Lagerverdichter, damit das Ganze perfekt funktioniert. Und wir brauchen auch hier oben jeweils Räume. Jetzt muss ich mal eben nach dem Strom schauen. Ach, da die nicht permanent arbeiten, ich mal sagen, kommen die da einfach so alle mit ran. Ich erkläre gleich noch, warum wir das so machen. Ich wollte es nur erstmal, hier können wir auch mal den Befehl zum Aufräumen geben. Ich wollte es nur erstmal bauen, um es dann im Anschluss zu erklären. Da brauchen wir natürlich jeweils, können wir mal so hier machen. Das ist nämlich auch leichter mit dem Strom. Okay, und aus diesem wiederum brauchen wir jetzt Transportschienen. Machen wir mal so. Ja, jetzt muss ich mal eben überlegen. Also die Eier sollen hier oben eingelagert werden.
gehen dann direkt hier runter. Ja, da wäre es ja eigentlich. Dann kann ich den ruhig nach hier bauen, glaube ich. Und die Schienen hier runter bauen wir dann so einfach. Ja, dann werden die Eier nämlich die. Also Hintergrund ist der, das wollte ich ja noch kurz erklären, dass hier, wenn hier jetzt zum Beispiel Eier rumliegen, das gezählt wird, als ob das schon ein ausgebrüteter Hatch ist. Dementsprechend werden hier in diesem Raum 3 angezeigt, obwohl hier nur 2 Hatches und ein Ei sind. Was wiederum zur Folge hätte, wenn wir hier mehr hätten, als wir hier eingestellt haben. Also als Beispiel 7 Hatches und 3 Eier, würde er ja 10 zählen. Und die Eier liegen lassen und dementsprechend 2 Hatches hier rausholen und hier runterbringen. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja die, die hier sind, immer da behalten, sondern lieber die Eier hier raus haben. Und deswegen danke an Patrick nochmal für die genauere Erklärung. Werden wir das jetzt so umbauen, dass wir hier überall Räume haben, die Eier direkt wegräumen. Die kommen hier runter und können dann von hier ja, in den Lagerverdichter geräumt werden und eventuell auch weiter verteilt. So, dieser war für die Eierschale gedacht. Die Eierschale brauchen wir ja hier unten eigentlich. Erstmal machen wir hier. Warte, wo muss ich denn hin? Hier muss ich hin. Wir haben hier bei irgendeinem. Dieser ist es, glaube ich. Eisen, das stellen wir jetzt mal aus. Damit wir mal wieder ein bisschen mehr Eisenerz dazu bekommen. Beziehungsweise nicht noch mehr verlieren. Mehr abbauen brauchen wir erstmal nicht. So, und dann können wir nämlich hingehen und hier ein Schienensystem bauen wir mal hier runter. Hier runter und die Eierschale muss hier hin. So. So, und hier müssen wir da natürlich auch wieder einen Behälter bauen. Das machen wir das denn? Ist ja eigentlich hier hin und dann. Wir machen hier mal keinen automatischen Räumer, da muss dann eben jemand manuell die Eierschalen rausholen und da reinpacken. Ich möchte jetzt nicht in das bisschen, was hier noch im Positiv, obwohl minus 525, das ist wahrscheinlich eh egal. Da ist es sicherlich effektiver, den abzureißen und hier, wie heißt es gleich? Räumer hinzubauen, der das automatisch macht, als dass jemand runterkommt und die Eierschale da reinlegen muss. So, die hier stellen wir jetzt auf Hatchling-Ei, Salbei-Ei, Hatchling-Ei, Stein-Hatchling, Dreckblatt. Landstrecke. Das sind die, die wir hier erstmal drin haben wollen. Dann hatten wir hier noch was Entscheidendes. Wir müssen das hier auch noch mal wieder umbauen. Weil ich ja hier auch einen Denkfehler hatte. Bin mir nur noch nicht ganz sicher, wie wir das machen. Wir könnten überlegen. Und es ist eigentlich zu eng hier. Das ist das Blöde. Ja,
wird nicht anders gehen, als dass wir hier die Leiter zerlegen. Den zerlegen und ja, den können wir lassen. Und dann bauen wir genau dort neue Ziegel aus Magmatit. Was wir hier jetzt noch ändern müssen, einmal die Leiter muss dann weg. Hier abschließen und hier ja. Zerlegen die hier wiederum. Zerlegen den und dann bauen wir von hier die Leiter hoch. Dann kommen wir auch in beide Räume rein. Achso, hier kann man jetzt auch. Hier haben wir ein paar Keime, aber ihr habt mir geschrieben, ich soll da nicht so übervorsichtig sein, dann lasse ich das auch mal. So, und hier. Und auch zwei Ziegel aus Magmatit, dann werden wir das hier im Anschluss zerlegen. Bunkertür können wir auch schon mal zerlegen. Wir können ja eigentlich schon eine ganze Menge zerlegen. Und den. Und den. Natürlich auch eben Leitern bauen, dass wir hier überhaupt runterkommen. Dann können wir die eben zerstörte Bunkertür wieder hier neu aufbauen. Ja. Das hier auch ein bisschen besser. Die beiden eingegrabenen hier lassen wir jetzt eingegraben. Das ist. Strom. Muss da natürlich wieder ran. Achso, jetzt sollte ich natürlich noch, das fällt mir gerade auch noch ein. Zeit hier auf die Nacht legen. Ich denke, dass das so hinhaut. Dann müssen wir einfach mal ausprobieren. Und auch so einstellen, dass sie noch einmal auffährt und sich dann wieder schließt. Das muss man gleich mal ausprobieren. Das kann man halt schlecht simulieren, aber erstmal muss der Strom wieder an. Gut, das hier ist auf jeden Fall so weit jetzt wieder geöffnet, dass wir den guten Siki, wo haben wir ihn denn? Da, den kann man hier wieder sein Bett zuweisen. Der kommt hier über die Leiter hoch. Ja. Achso, was ich natürlich hier testen kann,
Können wir so einstellen. Und dann werden wir gleich sehen, wenn wir den Zeitpunkt erreicht haben, ob das reicht, um die Tür einmal komplett zu öffnen. Wie lese ich den Zeitplan falsch, oder? Was bedeutet denn dieser? Ach, ich trottel. Ja, guten Morgen. Vielleicht sollte ich die Automation auch noch anschließen, dann kann ich das auch testen. Okay, so, den können wir auch zerlegen. So, jetzt kann ich testen. Manchmal ist man nicht. Ich glaube, das ist zu knapp 6%. Also wir machen lieber noch. Ich glaube, dass 6 vielleicht so gerade eben gereicht haben, aber wir machen mal 8. Dann sollte das auf jeden Fall reichen. So, und dann am besten in der Schlafenszeit. Genau, machen wir das mal so. Das sollte sich dann ja ausgehen. Okay, was hattet ihr mir noch geschrieben? Also wir haben hier einen Wasserentleerer für saubere Wasser. Wir haben hier einen für verschmutztes Wasser. Und ich sollte einen bauen für Petroleum. Ist die Frage, wo ich den am sinnvollsten hinbaue, weil hier überall ist es schwierig. Na, hier würde es gehen. Ja. So, und ja, können wir so machen. Okay, so, was macht unsere Sauerstoffgeschichte hier oben? Da haben wir haben Rückstau. Das läuft doch eigentlich gut. Hier unten kommt hoffentlich trotzdem noch. Ja, ist trotzdem noch alles gut. Ja, das ist schon mal sehr schön. So, dann war ein weiteres großes Thema Fische. Dass wir ja nicht Fische, sondern Pakus züchten. Bauauftrag zugewiesen. So, das wird nicht gebaut, weil unser Mechatronik-Ingenieur, das ist Sex, der vermutlich mit anderen Sachen beschäftigt. Haben wir ihn denn da? Umschalten, bedienen. Und wir da nochmal bauen, auch nach oben. Dann sollte er doch hier gleich mal. Hoffe ich zumindest. Ne, einfacher ist das. Wenn wir ihn hier suchen. Ja, er baut schon. Macht genau das, was er soll. Sehr schön. Dass das jetzt die Förderschienen auch mit 8 Priorität sind, okay. Aber er dürfte dann recht bald hier ankommen. Was haben wir noch auf dem Plan? Neben den Fischen, um die ich mich gleich kümmere, das Chaos hier im Schornstein. So, können wir hier noch ein paar Sachen freigraben? Da kommen wir nicht ran, na gut, geschenkt. Lassen wir dann. So, so. Und so.
Geht so eigentlich, ja. Ja, das alles können wir mal freigraben lassen. Dann müssen wir hier unten eigentlich noch mal. Obwohl Schnee liegt hier, glaube ich, nicht mehr wirklich, ne? Können hier einmal komplett durchwischen. Und dann schauen wir mal. So, kommen wir hier hin zurück. Pakus. Wie teilen wir unser Aquarium auf? Oben. Ja, auf jeden Fall sollten wir es überhaupt erstmal aufteilen. Und dafür. Ups. Müssen wir einen Zugang schaffen. Und den Zugang würde ich gerne aufteilen. Wir bauen einen hier. Zerlegen da. Beiden werden zerlegt. Dann machen wir das so. Hier so. Nein, dort noch nicht. So, und dann hier kommt natürlich dann noch ein Flaschenentleerer hin. Damit wir diesen Dings hier mit Öl füllen können, um hier eine Schleuse zu bauen. Ja. Die nicht hier oben durch, sondern von hier unten da rankommen. Beim ersten Schritt relativ simpel, indem wir hier einfach Boden rausbauen, reinbauen, den ausgraben und dann machen wir hier eine Leiter hoch. Die können wir hier hochbauen. Und bis da können wir das eigentlich schon machen. Na stopp, das hier muss ich ja noch gar nicht aufreißen. Das kann ich ja erst machen, wenn wir die Schleuse hier fertig haben. Ist ja noch viel besser. Ich hätte das hier sogar noch einfacher haben können. Mach einfach noch das so, schließ das ab. Flaschenentleerer wieder abgerissen haben. Ja. Da kommt eh keiner ran mehr, deswegen können wir hier schon mal Auto abfüllen auf 8 und Rohöl stellen, damit wir hier gleich von unten aus Rohöl ranbringen können. Und dann werden wir eine Schleuse bauen, so wie wir das hier haben. Da kann halt kein Gas durch. Ja. So, und dann sollte der nächste Schritt sein.
Ja, das ist jetzt die gute Frage. Wie machen wir das als nächstes? Ich würde gerne ein Aquarium bauen. Das zum einen... Ne, wir machen das anders. Hier oben kommt unser Aquarium hin, hier unten. Ja, wir teilen das einfach nochmal auf. So, den und den können wir zerlegen. Und alle anderen werden wir isolierte Ziegel bauen. Und dann, wie gesagt, kommt hier oben das Aquarium hin und hier unten werden ganz normal Fische gezüchtet. Kommen da runter. Ja. Können wir auch dort graben. Dort müssen wir dann ja wieder hinkommen, wenn das hier alles frei ist. Wir legen den. Das geht natürlich erst, wenn das fertig ist. Okay, so. Da den Ziegel noch hin. Okay, das kann man bauen lassen. Überall viel CO2. Hier kommt nichts an. Muss ich wohl Teile meines Systems nochmal überdenken. Da können wir mal ein bisschen graben. So, hier haben wir aufgewischt. Was macht denn hier eigentlich unsere Temperatur? Alles tutti und hier geht es. Achso, ne, es sind immer noch 11 Zyklen. So viel verschmutztes Wasser. Haben wir denn unseren da? Noch eine 5. Ja, machen wir mal eine 6 draus. Das wird auch eine 6 und da kommt William. Das ganze verschmutzte Wasser hier. Hilft hier natürlich jetzt nicht. Hat unser Öl hier rausgedrückt. Läuft hier unten rein. Ja gut, das ist eigentlich auch klar, wenn ich hier ein Eisbiom habe, dass da schmutziges Wasser reinläuft. Die Idee hätte ich schon mal kommen können. Wo haben wir dich denn einge? Hm? Ach, hier oben. Der Jemine. Okay, was hast du hier in Reichweite? Eisenerz. Phosphorit. Du brauchst ja im Grunde nur eine Leiter. Wir warten, bis jemand kommt. Wenigstens keimfrei. Ja. So, wo ist der Retter? Das ist natürlich auch noch ein ganzes Stück zu laufen. Ne? Also machen die Vitalwerte. Ja, 850, das schaffen wir. So, dann setzen wir den Tiago Robin. Ich hoffe, ich vergesse das nicht zurückzusetzen. Der bekommt einen freien Tag. Und den Strapazen erholen. Ja. Fress dich voll, lass dir gut gehen. Hol dir eine Massage und alles, was du gebrauchen kannst. Ach, hier. Möbel, komfortables Bett. Bilder.
wieder aus Granit. Und eine Skulptur. Ja, Robin. Kalorien hat er noch. Ah, 658. Alles gut. Gab mit Sicherheit eine ganze Menge Stress. Aber ja. Da du jetzt gleich ja auch noch, wie heißt das hier, im da, Zentrum der Aufmerksamkeit. Das senkt nochmal den Stress ein bisschen. Essen, Espresso, ein bisschen Dancen, das alles kannst du hier gleich machen. Das haben wir aufgewischt. Ja, hier müssen wir vielleicht später noch mal wieder ein bisschen Öl dazu packen. Ist halt auch nicht wirklich sehr schlau von mir gelöst hier. Erstmal können wir das auf jeden Fall noch freigraben. Wir bauen hier einfach mal einen luftdurchlässigen Ziegel dazwischen. Man kann, wenn dann noch Wasser oder ein Gitterziegel, wenn dann noch mal Wasser kommt, kann es einfach hier unten reinlaufen. So, hier unser System müsste ja jetzt eigentlich laufen. Tiereier können wir hier einstellen auf Hatchling Ei, Salbei Hatchling und Stein Hatchling. Einstellung kann man auf die anderen beiden auch kopieren. So, Eier werden transportiert. Kommen nach hier und jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich hier jetzt ein Hatchling Ei. Ah, perfekt. Das hatte ich gehofft, dass das so ist. Jetzt verstehe ich auch ziemlich genau, wie das Ganze hier funktionieren soll. Nämlich die Eier kommen hier direkt raus, werden hier reingebracht, hier ausgebrütet und je nachdem, wie viele Eier hier schon, wie viele Hatchlinge hier drin sind, wenn es genug sind, dann ist alles gut. Und wenn dort zu wenig sind, werden sie hierhin gebracht, weil die höhere Priorität haben. Und ansonsten kommen sie hier hin und fallen dann in unsere Rohre und werden zu Fleisch. So, hier ist Fleisch eingestellt. Hier oben muss ich noch einstellen. Und Garnisch war, glaube ich, die Tierschale, in der Eierschale. Ja, ich hoffe, das ist jetzt so. So wie es gedacht war. Jetzt macht es natürlich Sinn, wenn wir hier schon Räume und so weiter haben, dass wir auch die Versorgung für unsere Tierfütterer darüber laufen lassen. Das machen wir aber erst in einem der nächsten Video. Nicht mehr in diesem. Von daher jetzt gibt es genau die fehlende letzte Menge Kohle. Dann können wir dort den Ziegel bauen, den zerlegen. Ja, und wenn der gebaut ist, dann können wir hier nämlich die beiden fehlenden zerlegen. Dann hier nämlich wieder reinkommen.
Arbeitstag ist rum, aber noch nicht für Zack. Leider jetzt auch. Na gut. Das Öl hier können wir gleich noch aufwischen. Und das ist doch noch jemand fleißig. Quizzen. So, und jetzt? 1, 2 zerlegen und dann haben wir die nächste Schleuse gebaut. So, was macht der Stress? Oh, hat sich schon alles wieder beruhigt. Dann kann Tiago Robin ja wieder in seine normale Spätschicht. Sich von seinem Schock erholt. Ja, eigentlich können wir dann ja auch Folgendes machen. Wir haben ja noch ein freies Bettchen. Wir haben noch ein paar Leute auf der Liste. Dass wir hier endlich mal weitermachen. Unkonstruktiv. Biogefährdung. Das, obwohl auf dem Schwierigkeitsgrad ist das eigentlich fast egal. Wir nehmen mal den Stinky. An der Reihe ist Tim. Dann, ja, herzlich willkommen an dich. Darfst dir direkt einen Beruf aussuchen und zwar wirst du auch Minenarbeiter. Also, du darfst graben. Minenarbeiter klingt immer erst so, ja. Nicht so ganz wie das, was es eigentlich sein soll. Hier hast du dein Bett, was wir dir zuweisen können. Hier hast du einen Platz zum Essen. Ja, und weiter geht's. Also einen Brutschrank. Ich würde ja schon ganz gerne gleich sehen, ob das funktioniert. Und Ei ist erst bei 74%, das dauert noch ein bisschen. Eigentlich müssten wir dann ja hier unten. Die bauen wir auch mal aus Gold. Nicht untergreifen, weil wir da mehr von haben, mehr Material auch von haben. Ja. Die beiden Leitern und auch. Ne, die lassen wir noch mal, die können wir später noch abreißen. Ach cool, so, jetzt hast du dir. Ich wollte gerade sagen, wieder eine Falle gebaut, aber hast du doch gar nicht. Nochmal im Aufwischen möchte ich hier unten. Einfach um zu schauen, die Pumpe dann besser arbeitet. Jetzt irgendwie immer so zwischen. Oh ja. Jetzt wird es wieder weniger. Aber haben wir teilweise sogar 1000 Gramm, die haben wir vorher nicht gesehen. Okay, also danke an Kerstin. Ich weiß, dass der Hinweis von dir kam, dass die Pumpe dann nicht so viel pumpt. Habe ich nicht gewusst. Aber ich weiß so viele Sachen nicht. ja. Aber wer ist da denn so schnell unterwegs? Sind übrigens, das nur mal so nebenbei, ist, ich habe mich richtig erschrocken, als ich das gesehen habe.
Nur noch 4. Ja, für mich jetzt noch 5, aber Tage, bis die nächste Preview-Version schon wieder kommt. Und ja, das war irgendwie etwas irritierend für mich. Habe ich noch gar nicht so schnell auf dem Schirm gehabt, dass die so kurzfristig kommt. Wo ist Tim? Der ist wahrscheinlich noch irgendwo. Der ist noch am Futtern. Ja, weil er wahrscheinlich mit dem Schutzanzug unterwegs war und ewig lange gebraucht hat, bis er zurückkommt. Ja, der hat nicht viel geschlafen, denke ich. Jetzt noch schlafen? Ne. Ist halt die Nacht über wach geblieben. So, liebes Ei, ich habe jetzt extra auf dich gewartet. 95%. Bin mal sehr gespannt, wie das aussieht. 5, 7, 6. Und eingestellt ist es auf 7, 8, 8. Also müssten gleich nach, oder müsste dieser Hatch eigentlich erst an einen der drei hier oben gebracht werden. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Und auch unsere Eierschale. Da hat noch mal jemand ein Ei lieb. Hier. So, ausgeschlüpft. Jemand oder möchte jemand nicht? Sinnig wäre wahrscheinlich auch gewesen, wenn ich hier auch ein, zwei Decklets eingestellt habe, um die neue Bunkertür zu testen. Was mich aber gerade noch daran erinnert, hier noch aufzuräumen und vor allen Dingen hier, obwohl die Leiter kann ich ja lassen. Die dürfte eigentlich bei nichts stören. Hatchling ist noch. Achso, vielleicht muss ich hier auch noch mal Prioritäten ein bisschen höher stellen. Da kümmert sich da auch jemand drum. Hier habe ich ja ganz vergessen, müssten wir, den brauchen wir nicht zerlegen, da können wir eigentlich drüber herbauen. Müssen wir jetzt noch Folgendes machen. Wir müssen hier mindestens. Oh, das geht doch nicht, okay. Müssen wir doch einen zerlegen. Einen Fischaussetzer bauen. Dann ja auch eine Fütterungsstation. So, Fisch aussetze. Kommt dort oben hin und ein Fischfütterer. Kann ich den zwar automatisch versorgen, aber kommt ja noch kein Fisch ran. Weil den manuell immer zu versorgen ist auch Mist. Wird nicht anders.
anders gehen. Machen wir draußen 8. So, jetzt. Was hat hier? Jungpaku, Paku, tropischer. Paku und tropischer Jungpaku. Ihr alle dort raus. Außerdem hier unten eben der Leiter, den ich auch endlich mal verlängere. Machen wir hier einen Lagerverdichter, wo wir die Eier der entsprechenden Akkuarten auch einlagern. Fressen glaube ich eh alle nur Algen. Ne? Tiereier. Tom, Tom, Tom. Paku-Ei. Tropischer Paku. Ja, mögen die Spiele beginnen. Können wir irgendwo... Wir haben noch hier oben. Wo war das denn noch? Hier. Hier waren wir doch recht eisig. Hier können wir ein bisschen was einfangen. Und zwar. Ich quatsche nicht einen Brutstand. Eine Fischfalle wollte ich bauen. Ich wundere mich schon, warum ich kein Plastik dafür brauche und warum das so groß ist. Einmal hier. Eine dort. Eine dort. Kommen wir nicht ohne Leiter hin. Ja, ich glaube, wenn wir die drei gefangen haben, dann ist das schon mal nicht so ganz schlecht für den Anfang. Aber den ein bisschen höher. Und jetzt habe ich hier alles verpasst. Shit. Was macht denn hier unser... Dort sind jetzt 7, dort sind 8 und dort sind auch 8. Also das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Haben wahrscheinlich aktuell keine. Wir haben doch die Eier. Dann war es letzte Eier. Wollen wir gleich mal gucken. Jetzt würde ich hier ganz gerne erstmal Dreckleteier ausbrüten. Und dann machen wir nochmal. Fetchling-Eier. So, wo haben wir denn langhaarigste Eier? Ah, hier. Ja, sehr schön. Da, wo wir es uns erhofft haben. Oder wo ich es mir erhofft habe. Ob ihr das auch hofft, weiß ich hier gar nicht. Ich vermute das einfach immer, aber... Hier ist noch nicht so viel Spannendes zu erkennen. Hier kann man jetzt auch noch zerlegen. Da ist der erste. Juhu. Hier ist noch die Frage, ob man nicht das jetzt schon freigräbt. Ja, eigentlich
sehe ich darin keinen Nachteil, weil dann haben wir wenigstens den Effekt, dass nicht unser Cult Slush Geysir überläuft, beziehungsweise aufhört zu arbeiten, weil er halt bis oben hin bedeckt ist. Also davon sind wir nämlich nicht mehr sehr weit entfernt. Was ist denn hier mit dir, lieber Salvai Hatchling? Haben wir dich hier vielleicht... Ach, habe ich vergessen einzustellen, okay. Genauso wie den Steinhatch. Obwohl, muss ich mal eben überlegen, der Salvai Hatchling war doch der, der 100% ausscheidet. Ach, der braucht aber auch anderes Futter. Dann belassen wir es bei den normalen Hatches hier oben. Und die Salbei kommt dort mit rein. Jetzt wird er auch rausgeholt, dann hat es daran gelegen. Okay. Ich habe mich schon gewundert, warum dann nicht wirklich was passiert. Schön, ja, ohne dass wir das jetzt mit den Drecklitz testen können, aber so wird es funktionieren. Die können halt nur noch hier drumherum krabbeln und nicht nach hier rüber. Und sollten dann auch runterfallen, als sich die Tür öffnet und zu Fleisch werden. Sehr schön. Patrick, vielen Dank auch für deine Geduld bei dem mehrmaligen Erklären. Scheinbar hat es das irgendwie gebraucht bei mir, dass ich's, bis ich es verstanden habe. War eine sehr lange Leitung. Dies hier noch planen zum Abschluss. Ja, die Pumpe hier ist natürlich dann komplett überflüssig. Die können wir deaktivieren. Jo. Wir schauen noch mal kurz in unsere Kolonie. Sauerstoff sehr gut. Hier sollten wir, glaube ich, die Pumpe auch mal so langsam ausschalten, weil hier ist eigentlich nichts oder so gut wie nichts Schlechtes mehr drin. Und wir pumpen halt auch den guten Sauerstoff hier immer ab. So, dass wir hier das auch weiter mit Sauerstoff füllen können. Hier oben das gleiche. So, nochmal eben schnell auf meinen Zettel schauen, ob ich nicht irgendwas wahnsinnig Wichtiges vergessen habe. Wir könnten nochmal diesen Anzug hat noch niemand. Weiter Anzüge zuweisen. Und auch noch mal ein paar bauen. Können wir die eigentlich einlagern? Ja, können wir. Gut zu wissen. Machen wir jetzt nicht, aber interessant zu wissen, dass es geht. Salbei-Hatchling. Hier dann vielleicht auch Sinn, wenn ich bei einem eine manuelle Bedienung zulasse. Ja klar, da können wir die Eier, die so wild irgendwo rumliegen, auch dort hinbringen. Ja, dann machen wir nämlich nicht nur die Hatchling und Salbei-Hatchling und Stein-Hatchling, sondern wir nehmen auch noch die normalen Drecklet-Eier, die Glanz-Drecklet-Eier. Lassen wir hier oben, denke ich. Weil auch da ist. Ne, da könnte ich das ja jetzt genauso machen. Ich stelle hier ein automatisch einstellen auf, wie groß ist der Raum. Nur 96, das heißt, da könnten auch 8 Tiere rein.
nur Glanzdrecknet, beziehungsweise Glanzdreko, und stellen den auf 7. Und dann können wir, sollten wir sogar auch, weil wir dort ja sonst das gleiche Problem hätten, auch von da die Glanzdreckel-Eier rausholen und da einlagern. Hier hin und wieder mal mit etwas höherer Priorität aufräumen, dass die Eier hier auch wegkommen. Und wo bringt das hin? Direkt nach hier. Na gut, ist ja auch okay. Ja, und der dürfte hier gleich fertig sein. 100%, perfekt. Da kommt schon dazu raus. Warten wir nämlich die Nacht noch eben ab. Das Video ist eh schon wieder viel zu lang. Sind gleich schon bei einer Stunde. So, jetzt ist der dort raus. Und müsste ja nach meinem Verständnis hierher gebracht werden. Und siehe da, das passiert. Jetzt rennt er da, genau, nur drumherum. Also kann er eigentlich hier auch 17 machen. Schieben das mal ein bisschen vor. Und simsalabim. Sesam, öffne dich. So. Jetzt. Ja, perfekt. Aber ich lasse doch noch mal ein bisschen länger. Das war auch schon wieder sehr knapp. Wir machen 10%. So. Ja, schön. Schade, dass man hier nicht noch eine automatische Geschichte draus machen kann. Aber ich bin begeistert. Es funktioniert hervorragend. Jetzt noch, wenn wir noch ein paar Brutkästen mehr gehabt hätten, aber wie du schon geschrieben hattest, Patrick, ich baue sowas halt immer viel zu klein. Wort aus. Ja, das könnte klappen, daran zu kommen. Aber mal. Ja, auf jeden Fall machen wir hier Ende für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir alles noch wieder so ergänzt haben. Unser Aquarium hier ist eigentlich noch kein Aquarium. Das bauen wir hier oben dann rein. Da habe ich schon 5, 6, 7, 8 Ideen. Nein, so viele nicht, aber ein paar Ideen, wie wir es machen können. Ja, unsere Fleischstation hier funktioniert hervorragend. Ja. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Danke und bye bye.